Schenke jetzt nochmal rein. Was habt ihr geschenkt bekommen? Ein Rasenmäher. Okay, geil. Ist cool. AirTags für Spike, auch cool. Motorradführerschein, oha, das ist ein teures Geschenk. Left-Hand-Hoodie, GG. 1500, Digga, was kriegt ihr alles für Geschenke, Chat? 1500 Euro, wer kriegt 1500 Euro zu Weihnachten, Bruder? Hab mir selber eine neue Maschine geschenkt. Eins, wer sich selber beschenken musste, weil er nicht geliebt wird von anderen Menschen. Happy Socks, das war's. Alter, Digga, wenn du Socken zu Weihnachten kriegst, Digga, scheiße. Eins, wer Socken zu Weihnachten bekommen hat. Eieieiei, da kracht's ja richtig. Eieieiei. Drei im Chat, wer aus Disrespect, aus Prinzip in die Socken reinfixen wird. Junge. Junge, chillt mal ein bisschen, Chat. Ja, aber Socken ist. Also, gibt es ein Geschenk, Chat, was so kacke ist wie Socken, Digga? Also, ich meine, es ist immer noch ein Geschenk und man freut sich ja dann auch, weil jemand hat einem, also, ja, jemand hat sich halt die Mühe gemacht und hat Socken gekauft. Also, es ist ja immer noch ein Geschenk. Aber, Digga, Socken ist ja eigentlich wirklich, dann schenk mir lieber irgendwie, ich weiß auch nicht, Obst oder so zum Essen. Obwohl man eigentlich Socken immer braucht, Chat, oder? Socken, ja, man hat eigentlich nie genug Socken. Socken. Eigentlich ist es ein smartes Geschenk, aber ich weiß nicht, Socken fucken mich irgendwie ab als Geschenk. Socken, Unterhose, Deo, Duschgel. Bro, imagine, du kriegst ein Deo geschenkt zu Weihnachten, Digga. Dann stinkst du halt einfach. Hä? Also wenn ich ein Deo zu Weihnachten geschenkt bekommen würde, ich würde mir denken, dass ich stink. Und dass mir Leute das schenken, weil ich halt, ja, stink. Eine Karte ohne Geld. Das ist auch stark. Das ist auch stark. Eins, wenn das beste Weihnachtsgeschenk immer noch ein paar Fuffis sind. Da kann man sich einfach selber kaufen, was man will. Geld war immer das beste Geschenk. Was hast du geschenkt bekommen? Liebe. Tachi hat eine geschwängert? Und das ist dein Weihnachtsgeschenk, dass deine Frau zu dir gekommen ist und gesagt hat, ich bin schwanger? Triple F in den Chat. Also Glückwunsch. Nee, Glückwunsch, Kachi. Danke für 5. Freut mich sehr. Digga, imagine, der guckt gerade den Stream mit seiner Frau, Chat. Junge, Junge, das wäre asozial. Da würde ich mich jetzt richtig schlecht fühlen. Das wäre richtig gemein. Also ein hässliches Bild geschenkt bekommen, Chat. Das ist noch mehr Pain als Socken. Weil das musst du ja aufhängen. Wenn du es nicht aufhängst in deiner Wohnung, ist ja ein mieser Disrespect. Alter, scheiße, Digga. Ich würde irgendwie sagen, nee, ich würde es einfach nur aufhängen, wenn sie kommt. Das wäre, glaube ich, mein Plan. Ich würde es nur aufhängen, wenn sie mich besuchen kommt. Ne? Ansonsten würde ich es gerne stellen. Einfach immer aufhängen, wenn die Person kommt. Ja, ja, safe, safe, safe. Auf die Toilette hängen. Ja, oder so. Du hast auch ein Bild verschenkt, exakt. Ich sehe aus wie ein Rocker, oder? Sehe ich gefährlich aus mit der Mütze, Chat? Sehe ich gefährlich aus? Hat was vom Bad Center?